Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich grüße euch zu City Car Driving, die Steam-Version und heute mal mit der Mercedes V-Klasse. Ja, glaube. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das ist. V250. Yes. Und gehen wir da einfach mal ins Fahrzeug. Sieht doch hübsch aus, ne? Sieht doch sehr hübsch aus, dieses Fahrzeug. Und ich habe ja eine ganze Weile nichts mehr gemacht von diesem Spiel. Warum? Na, erstens wollte das irgendwie nicht so richtig. Und zweitens sehe ich manchmal gar nicht so richtig den Sinn darin. Autofahren kann ich ja. Ihr seht es doch jedes Mal. Okay, wir werden aber jetzt die Maschine anstarten. Gurten uns. Und ja, ja, ich musste alles ein bisschen umstellen jetzt wieder. Bremsen. Dass der hier ein bisschen so loslegen kann. Wir werden jetzt einfach mal das Licht anmachen. Ich musste alle Tasten nochmal einstellen. Also wenn ich jetzt auf G27 mache, dann will er Bremsen und Kupplung nicht machen. Keine Ahnung, was da los ist. Gut, setzen wir uns rein. Gucken wir mal. Alles super. Blinken. Und dann fahren wir mal. Uiuiuiuiui. Ich habe gar nicht eingeschaltet, dass der wahrscheinlich in die Richtung lenken soll, wo ich hingucke, ne? Gucken wir mal. Mal mit diesem Wagen kurz durch die City fahren. Bremsen. Da muss ich halt immer rüberglotzen, ne? Das ist ja auch kein Problem. Aber mir war es mal so, dass der dann halt in die Richtung reinguckt. Muss ich wahrscheinlich noch einstellen. So, grüner Pfeil. Können wir fahren. Kommt nix. Mit dem Transporter hier mal lang cruisen. Müssen wir auch ein bisschen mehr Force Feedback machen. Was ist denn mit dem verkehrt hier? Lassen wir nach vorne rollen. Hier durch die russische Pampa. Also, wenn ihr natürlich ein bisschen mehr davon sehen wollt, dann kann ich ja durchaus mal wieder ein paar Folgen machen. Es sind ja wieder einige Mods rausgekommen. Das ist der letzte. Wie gesagt, müsst ihr mal einfach auf Steam Workshop gehen. Dann findet ihr das. Ich lade mir die nirgendwo anders runter, nur noch bei Steam. Ich habe das, glaube, wenn man das anders macht, wo es noch nicht die Version gab, war das ein bisschen komplizierter. Aber ich denke mal, ein bisschen City Car Driving geht immer, ne? So, aufpassen hier. Wir sind hier in Russland, also müssen wir reinblinken, ne? So. Machen wir weiter im Kreisverkehr. Ah, ich muss noch das Force Feedback wieder einstellen. Das ist mir zu weich alles. Oh, war da eine Ampel? Oh, bei roter Ampel rübergefahren. Ach, hör auf. Los, Johnny. Naja, braucht ein bisschen der Transporter hier. Die V-Klasse. Da war eine rote Ampel. Hör doch auf. So, wir fahren mal hier lang. Ach, da darf ich gar nicht reinfahren. Ah, da habe ich gerade noch das Schild gesehen. Blinker nicht vergessen. Ja, ja. Rüber gucken. Ja, läuft alles. Wir versuchen mal wirklich heute ordentlich zu fahren. Mir fehlt das, wie gesagt, die Rückmeldung. Ne? Das steuert sich jetzt so, als würde ich jetzt den Fernbus-Simulator fahren. Keine Rückmeldung, ne? So, Vorfahrt beachten. Rot. Genau, rotes Nummernschild, sollte ich schon sagen. So. Ah, Netflix. Ist schon ein schönes Zwiegelchen, muss ich sagen. Wir können ja noch ein bisschen nach vorne rollen. Und dann fahren wir da vorne geradeaus. Ist schon ein schönes Wagen. Noch kein Unfall gebaut. Ob wir dieses Mal schaffen, einfach mal ordentlich hier durch die Stadt zu cruisen? Hm. Okay, ich hätte meinen Kopf ein bisschen weiter nach vorne machen müssen. Ich muss mal schauen, wie ich das... Das ist grün. Dass der mitlenkt mit dem Kopf. Was ist da ordentlich was los hier? So schnell fahren? Ja, beachte die maximale Geschwindigkeit. Mache ich.
da mir kommt keiner. Wie schnell fahre ich denn eigentlich überhaupt? Ach, da oben steht's ja. Ah, ich fahre ein bisschen zu schnell. Okay. So, jetzt stehen wir natürlich auf dem Zebrastreifen, ne? Ist hier rechts verlinkt? So. Kriegerdenkmal. Was ist mit dem kaputt hier? Guckt euch den mal an. Wo will der hin? Na, pass auf, da müssen wir jetzt mal ein bisschen hier rüberfahren. Der ist nicht ganz dicht. Ach so, der will so fahren. Ach so, ist das. Ja, ja, nicht über die Dings fahren. Ja, ja, leck mich. So. Egal, wir machen jetzt mal ein bisschen Halligalli-Drecksau-Party. Wir fahren jetzt mal ein bisschen schnell. Gucken, was der Wagen überhaupt kann. Wir wissen auch, wo es dann immer endet hier. Komm! Oh ja, 140. Rückwärtsgang nicht rein, ne? Das haben wir doch das gleiche. Ah, warte mal, ich gucke mal, ob ich hier irgendwie. Ah. Ne, wenn ich jetzt einen Rückwärtsgang reindrücke, ich habe das jetzt wirklich manuell alles. Jetzt tue ich mal mit dem Shifter machen. Also mit den Pedals. Nö, müssen wir anders machen. Ja. So. Wollen wir mal gucken, wo ist denn eigentlich die Autobahn? 144 war, glaube ich, das höchste, was ich gefahren bin. Ob wir es noch schneller schaffen? Ja, 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 ja. Ei, 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 ei. Da lag ein Fußgänger oder was? Yes. So. Komm, Baby. Gib's mir. Ich denke mal, der könnte schon seine 180 schaffen. Wenn wir freie Bahn für freie Bürger haben. Ah, Augen zusammen. Oh. Wie schnell war ich? Ich könnte natürlich alles ausschalten, aber das dauert ja wieder Ewigkeiten. Ach, warum ich immer hier nur Scheiße bauen muss. Verfolgungsjagd! Da war keiner. Komm, wir schalten mal nach außen, dass wir mal sehen, wie wir hier fahren. Oh. Ah, die Kamera ist ja echt extrem, oder? Wenn du mit der Maus so ein bisschen hin und her wackelst. Gar nicht so richtig klar hier. Ey, wo wollen die denn? Komm, komm. Wo will ich denn hier? Auf dem Fahrsicherheitsgelände oder was? Brauche ich nicht. Kann Auto fahren. So. Okay, das ist ja mal interessant. Oh, komm her, Baby. Gibt's eine Bestzeit oder so? Irgendwas umgefahren? Nö. Nee, ich bin ja super. Was gibt's denn hier Schönes? Da gibt's ja nichts. Ah, die Maus, ey, das ist ja echt ein bisschen ätzend.
hier machen? Ach, ich muss dann reagieren, wo ich denn am besten langfahre, weil dann die Warnlampe kommt. Okay. Verdammte Axt, ich muss wieder zurücksetzen, weil der Rückwärtsgang nicht geht. So, dann bestimmt wieder links, ne? Ich sehe es doch schon. Oder muss ich da bremsen? Egal. So. Alles klar, wenn ihr mehr sehen wollt, oder was ich hier machen soll, ob ich es einfach so lassen soll, einfach ein bisschen hier doof rumdödeln mit irgendeinem Auto, dann ab in die Kommentare. Boah. Es läuft doch. Dann können wir da durchaus mal sowas hier machen. Yes! Ich habe, glaube ich, jeden zweiten umgefahren. Egal! So, das soll es gewesen sein. Wir werden hier am besten Feierabend machen. Klar, wir können gerne noch ein bisschen mehr zeigen. Noch ein paar andere Mods. Und ja, dann gucken wir mal, wie das und wie ihr das wieder sehen wollt. Mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!